Sie sind die Retter im Skigebiet, helfen dort, wo der normale Rettungsdienst nicht hinkommt, mitten auf der Piste. Skiunfall, Ettelsberg unterhalb Steilhang. Einsatz für die Bergwacht Willing. Die Retter Frank Köster und Shirley Braun geben Vollgas. Ein Snowboarder ist im Skigebiet verunglückt, wurde von einem anderen Sportler umgefahren. Für die Helfer ein häufiges Problem. Wenn es denn tatsächlich ein rücksichtsloser Fahrer ist, ist er sehr gefährlich, weil er ist einfach nicht planbar. Also man weiß nicht, fährt er geradeaus runter. Wenn er dann noch zu schnell ist, kann es sein, dass andere Leute nicht bremsen können, die dann vielleicht sogar tatsächlich Fahranfänger sind. Aber auch geübten Skifahrern passiert es, dass sie einfach von der Seite angefahren werden, weil wenn einfach einmal einer auftaucht, ist es einfach so, ne? Oft endet das mit Knochenbrüchen. Der junge Mann hat Schmerzen, der Arm muss sofort geschient werden. Dann wird klar, der eigene Kumpel ist der Unfallverursacher. Er ist ungeübt auf dem Board, ist Fahranfänger. Jetzt hat er ein schlechtes Gewissen. Und dann habe ich ihn hier sitzen sehen, dann wollte ich an den vorbeifahren. Habe es aber nicht mehr geschafft, die Kurve zu kriegen. Ich fahre heute auch das erste Mal. Und dann bin ich in die Vollbremsung, hat aber nicht mehr hingehauen, bis ich dann da war. Ich habe die Kurve nicht gekriegt. Wie groß war der Schreck? Sehr. Klar, ist ein guter Kollege von mir, ne? Die Folge, die Bergwacht muss helfen. Radiusfraktur rechts, Kreislauf stabil. Während der Verletzte behandelt wird, rauschen die anderen Wintersportler an ihm vorbei. Nicht ungefährlich. Erstmal ist es ganz wichtig, die Piste abzusichern, dass uns nichts weiter passiert. Also erstmal die persönlichen Schutz beachten. Wie man gerade gesehen hat, ist ja ein netter Crash neben uns noch passiert. Man muss darauf achten, dass man selbst nicht im Weg steht. Das ist das Wichtigste dabei. Das Fahren im steilen Skigebiet auch ein Risiko. Häufige Unfallursache, Selbstüberschätzung von Fahranfängern. Ohne die Bergwacht würden die Unfallopfer auf dem Berg festsitzen. Ja klar, sonst hätte ich ja hier einfach rumgelegen und hätte ein Riesenproblem gehabt, wieder wegzukommen. Der erste Ausflug in den Schnee dieses Jahr ist wohl auch sein letzter. Für den Snowboarder endet der Tag mit einem Armbruch im Krankenhaus. Zurück in der Leitstelle, Medizincheck. Alles muss wieder aufgefüllt werden, denn die Retter immer auf Abruf. Fehler darf sich hier keiner erlauben. Oberste Regel? Dass ich mir selber nicht im Weg stehe, dass ich nicht ganz so aufgeregt bin und dass es halt schon darauf ankommt, erstmal sicher an den Einsatzort zu kommen, ne? So wie jetzt. Jetzt ist ein Einsatz? Genau. Ihr Gegner, die Zeit. Schon 15 Minuten im Schnee reichen aus für eine akute Unterkühlung. Nach 10 Minuten sind sie da. Ein Skifahrer ist verunglückt, liegt mit Schmerzen im Bein auf der Piste. Jede Bewegung bereitet dem Mann Qualen. Dann erklärt es das vielleicht, dass es im Schuh kaputt gegangen ist. Ne? Versuchen wir nicht so sehr bewegen, ja? Seine Frau geschockt, denn sie ist schuld am Unfall. Sie kann nicht so gut Skifahren. Und die hat sich ganz erschreckt hier auf dieser Piste. Zuerst ist die da runtergegangen, auf die Idiotenpiste. Aber da war sie auch ganz einsam. Da habe ich gesagt, na, fahren wir zusammen. Da ging die unheimlich schnell. Ich gehe da hinterher. Da ist sie gefallen. Und da bin ich auch gefallen. Das Ergebnis, der Fuß ist verdreht. Frank Köster muss sofort handeln und den Mann betäuben. Noch auf der Piste wird der Schuh ausgezogen, der Skifahrer sichtlich mitgenommen. Jetzt mache ich dich ein bisschen müde am Anfang. Erste Diagnose, Knochenbruch. 2 Minuten dauert es, bis das Schmerzmittel wirkt. Wir haben eine Schiene angelegt und haben ihm vorher was gegen die Schmerzen gegeben, weil er von sich aus gesagt hat, er möchte den Schuh so nicht ausziehen. Das ist halt sehr schmerzhaft, wenn der Fuß wehtut. Jetzt haben wir ihm eine leichte Schmerzmitteldosis gegeben und jetzt saugen wir die Luft aus der Schiene ab, damit das Ganze das Bein stabilisiert. Der Krankenwagen ist alarmiert, wartet schon im Tal. Skifahren nicht ungefährlich, das weiß auch die Frau des Verletzten. Alltid denke ich an Trauma. So. Hat man immer im Hinterkopf? Ja. Schwester im Hospital. So, it's ein... Ich weiß, dass es kann happen. Wenn es passiert ist, heißt es Alarm für die Bergwacht. Die Unfallopfer nicht immer leicht zu finden. Das Einsatzgebiet ist groß. Ihre Arbeit machen sie ehrenamtlich. Sie opfern ihre Freizeit, um Menschen zu helfen, Skifahrern in Not. Prinzipiell kann man natürlich auf alles stoßen, wenn wir irgendwohin alarmiert werden, weil es ja meist abseits der Straße ist. Wir haben grundsätzlich nur für medizinische Versorgung für eigentlich fast alle denkbaren Notfälle dabei. Denn jeder Knochen im menschlichen Körper kann brechen, sagen die Retter. 1100 Stunden waren die Helfer der Bergwacht allein im letzten Jahr im Einsatz, behandeln Knochenbrüche und Bänderrisse im Skigebiet.